Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumor wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 7 Jahre Mario Maker Celebrations. Wir beginnen heute direkt mit einem Schleichlevel. Wir müssen schleichen. In dem Level von Terry Mars. Bone Base Bridge. Okay, die bösen Knochentrocken, die haben unsere geliebten Pilze gestohlen und wir müssen sie zurückholen. Jawohl. Weil geht's nur um Knochentrocken oder geht's um die Fischtypen? Ja, um die Fische geht's. Okay. Gut. Und wir müssen schleichen. Okay, wir müssen wirklich schleichen. Die dürfen uns nicht sehen. Ansonsten sind wir tot. Und ich denke mal, das war eine Reset-Röhre. Oder? Ich check das einfach mal aus. Reset, oder? Schalter hebt sich wieder um. New. Ah, hier ist der Sichtradius von dem Fisch gekennzeichnet. So, hier müsst ihr mich sehen, oder? Nö. Aber ich muss vielleicht sogar drin sein. Hier vielleicht? Okay, so, jetzt sieht er mich auf jeden Fall, oder? Ja, okay. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Das heißt, ich brauche einen Abstand von 6 Blöcken. Aber ich glaube, wir machen das nach Gefühl. Oh, wir sehen hier sogar noch den Radius. Und der hat sich ganz schnell umgedreht. Alles klar. Ja, jetzt stelle ich mich mal hier ein bisschen besser an. Okay, perfekt. Und... ups. Oh ja, das ist durchaus knapp. Hat, glaube ich, auch Schwierigkeitsstufe 2,5 Sterne von 4. Also gar nicht mal so leicht. Okay, aber ich glaube jetzt so langsam... bin ich im System drin? Auch wenn ich nicht weiß, wie dieses System funktioniert. Aber es scheint wohl so zu sein, dass der irgendwie dafür sorgt, dass die Bombe ausgelöst wird. Okay. Also. Wir warten einmal ab. Und dann gehen wir hoch. Oh mein Gott. So, jetzt. Jetzt passt. Sehr gut. Und ich glaube, das machen wir hier auch. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier drin in dem Level. Sehr schön. Und wenn dieser Sichtradius immer sichtbar ist, dann ist das eigentlich ganz chillig. Okay, hier müssen wir nach unten. Jawohl, solche Level gibt es eigentlich auch viel zu wenige in Mario Maker, ne? Wie ich finde. Von daher ist es schön, wenn man hier so ein Level hat, ne? Hier muss ich nach oben, sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch im Tutorial-Bereich. Wobei, nee, bin ich nicht. Okay. Aber man scheint alles resetten zu können. Das ist ja eigentlich ganz chillig. Ja, wir sterben nicht sofort. Okay, in der Beschreibung steht, dass ich die Pilze nicht unbedingt alle essen soll. Aber ich muss die doch essen, oder? Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Ah, doch, doch. Ah, ja. Ich dachte, das wäre eine Reset-Röhre, aber ich muss ja dahin. Oh, das war knapp. Da habe ich nochmal ganz schnell geschaltet, dass ich da ja wieder zurück muss. Denn in meinem Zug hätte ich das nicht geschafft. Und ich glaube, hier ist es ähnlich. Oh, nee, hier kann ich direkt rein. Okay, nice. Das ist keine Reset-Röhre hier. Sehr schön. 7 Jahre Mario Maker. Und jetzt? Wie komme ich weiter? Jetzt muss ich ja hier das fressen. Okay, wir sacken jetzt die gestohlenen Pilze wieder ein. Ich denke mal, das ist die Story, die mir hier erzählt wird. Und wir werden fett. Okay. Sehr gut. Mario hat alle Pilze in sich drin. Und jetzt können wir nach oben. Okay. Interessant. Oh mein Gott. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass der mich sieht. Aber zum Glück nicht. Cooles Level bisher. Daumen hoch fürs Level. Und natürlich auch fürs Video, klar. Wow, okay, das war relativ knapp. Glaube ich. Ah ja, 6 Felder Abstand gibt es ja noch. Von daher muss ich mir da gar nicht so viel Sorgen machen. Und ach komm. Ich war doch gar nicht richtig drin. Das ist unfair.
So, jetzt ist die Frage, ob das wieder geresettet wird. Aber ja, es wird geresettet. Okay, das ist entspannt. Das hat ja auch, er hätte das ja auch so bauen können, dass man direkt stirbt, ne? Von daher ist das sehr entspannt hier, muss ich sagen. Okay, jetzt darf nicht mal der Kopf drüber. Ah, nee. Also come on, ich war nicht, ich habe ja die Linie nicht mal berührt, Leute. Ich habe die Linie nicht mal berührt. Ich berühre sie ja nicht mal. Nein. Okay, das war mit Druck. Okay. So, jetzt möglichst weit unten. Okay, hoch, 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 perfekt. Gut, die Linie, die ist nicht immer hundertprozentig korrekt. Aber egal, passt schon. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt beeilen muss. Nochmal zurück, nochmal zurück. Oh shit. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht ganz. Aber ich wurde nicht gesehen. Von daher ist das okay und ich sterbe auch nicht. Sehr schön. Aber mich wundert, dass der Weltrekord bei über 3 Stunden. bei über 3 Minuten ist. Das wundert mich doch sehr. Aber vielleicht kommt noch eine längere Scrolling-Passage und Mario, please. Hör auf, da wieder in die Röhre zu gehen. Ich muss den Fisch richtig treffen. So. Damit ich hier direkt durch kann, genau. Jetzt kann ich hier einmal warten. Und dann so durch. Okay, perfekt. Geht doch klar. Sehr schön. Passt. Wo ist der Fisch? Ich sehe keinen Fisch. Oh mein Gott. Okay, Glück gehabt. Ist das ein Eiszapfen, der runterfällt? Nee, oder? Nee. Jetzt weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht mit Fullspeed darunter. Okay, das verstehe ich hier noch nicht so ganz. Ah ja. Jetzt sieht der Fisch mich ja auf jeden Fall, oder? Nö, okay. Das waren die 6 Blöcke Abstand. Aber ich verstehe das noch nicht so ganz. Okay, jetzt ist da unten kein Fisch, aber da oben. Das heißt, der sieht mich doch jetzt. Hä? Okay, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier machen muss. Hä? Versteht das einer von euch? Ich verstehe es nämlich nicht. Hier ist ein Weg. ich sollte mir wirklich mal irgendwann eine neue Brille holen. Weil ich habe wirklich Schwierigkeiten da, diese Gänge zu sehen, wenn die halt weiß sind. Das ist echt gemein. Okay, gut. Kriegen wir jetzt noch den 2. Checkpoint, damit ich mich umbringen kann. Frage ist, kann ich mich überhaupt umbringen? Weiß es nicht. Das wäre eigentlich jetzt ganz stabil, wenn ich mich umbringen könnte. Muss ich hier wieder runter? Das ist ja doch durchaus ein Rätsellevel hier, ne? Muss ich so sagen. Und mal gucken, wo der Ballon ist. Bestimmt wieder irgendwo am Ende des Levels. Aber hier werde ich erstmal abkratzen. Oder? Mal gucken. Ich muss den Powerblock, glaube ich, nach oben bringen, ne? Jawohl. So, Fisch, geh weg. Geh weg, Fisch. Sehr gut. Und das bringt mir gar nichts. Okay, ich glaube aber, ich weiß, wie es geht. So, wow, ich wurde nicht gesehen. Interessant. So, ich muss hier den so nach oben bringen, ne? Ja, und dann da oben rein. Der kommt da auch nicht mehr durch, ne? Ja, okay, okay, gut, passt. Dann sehen wir uns gleich wieder. So. Boah, hier kann ich auch hoch. Ich glaube, hier muss ich ganz am Ende rein. Ja, die Clownskutsche muss da auf die Wippe drauf. Ziemlich sicher.
Okay, dann let's go. Let's go. Oh mein Gott. Jetzt wird bloß nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. So, jetzt passt's aber, oder? Jawohl, jetzt passt's. Sehr gut. Und der Weg öffnet sich. Aber jetzt muss ich da noch durchkommen. Das ist ja auch nicht so leicht. Ja, das ist nicht leicht. Okay. Das ist ein gemeines Level, muss ich sagen. Oh mein Gott, Leute. Dieses Level, oh mein Gott. Und das hat jetzt so ein bisschen meine Geduld auf die Probe gestellt. Okay. Die Toleranz ist echt gering. Wo muss ich hin? Ich denke mal, die Clownskutsche muss nach links. Jawohl, das ist gut. Und ich darf hier nicht gesehen werden. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp, das war knapp. Sehr gut. Und es geht noch weiter. Durch die Münzen oder nicht durch die Münzen? Ich gehe mal durch die Münzen entlang. Ich glaube, das war auch richtig. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt richtig? Ich glaube, ich muss hier mehrmals durch. Ja, genau. Die Clownskutsche muss quasi zum Schlüssel. Alles klar. Ja, das ist wieder okay, weil hier kann man auch den Topspeed ausnutzen. Sehr schön. Okay, das war wieder ein einfacher Raum. Okay, nice. Und wir sind am Ziel. Und ich habe irgendwo eine Abkürzung verpasst. Oder ist die hier noch? 7 Jahre Mario Maker? Jawohl. Oh Gott, please, Mario. Mario, 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 Mario. So, gleich kann er ordentlich auf die Toilette gehen. Definitiv. Wobei ich mir überlege, noch ein weiteres Level zu machen. Wobei das Level hier schon recht lange gedauert hat. Ich schau mal. Aber ich schneide auf jeden Fall mal den Ballon rein. Bis gleich. Okay, jetzt mussten wir schleichen, jetzt müssen wir schnell sein in dem Level von Cloud Muncher, von Paxman. Und ja, wir müssen wohl immer die Stern-Power ausnutzen, um möglichst gut und unverletzt durch den Parcours zu kommen. Mal gucken, was hier so abgeht. Ich glaube, bei 6 Jahren Mario Maker gab es auch so ein Level. Ja, doch, ich erinnere mich an diese Mechanik. Und wahrscheinlich war das Level auch von ihm. Oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber da erinnere ich mich sofort dran und ich bin tot, oder? Ich bin nicht tot, okay. Okay. Wow, aufpassen. Bin ich da unten safe? Ich bin da unten safe, okay. Da wir keine Red Coins haben, weiß ich nicht, wo ich hin muss. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche hier irgendwo den Stern. Hä, was muss ich hier machen? Okay, ich muss hier wohl schnell genug sein. Keine Ahnung. Ob das jetzt richtig war oder nicht. Aber ich würde mal sagen, ich bin weiter. Von daher passt das. Ah, das war echt wenig Toleranz gerade. So, ich nehme mir nochmal einen Stern mit. Warum denn auch nicht? So. Oh, ich brauche hier den Mancher. Ich brauche ihn hier. So. Und jetzt irgendwie ganz nach oben. Hier rein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Sternpower noch weiterhin brauche oder nicht.
7 Jahre Mario Maker Celebrations. Gut. Das Level hat einen Weltrekord von 48 Sekunden. Daher ist das nicht so lange. Aber Kanu. So. Und jetzt holt ihr hier noch mal ein bisschen was aus der Mechanik raus. Die extra Münze. Ja. Die lasse ich extra Münze sein, die brauchen wir nicht. Auf den Wiggler. Nice. Ich bin da bei dem Block safe, oder? Ja, ich bin safe. Sehr gut. Und hier bin ich, glaube ich, auch safe, oder? Ja, okay. Gut. Oh, diese extra Münze, die kann ich mir holen. Ja, komm, die holen wir uns. Ich hole die immer noch. Ich hole die immer noch, keine Sorge. So, sehr gut. Und dann gehen wir in die Tür rein. Perfekt. Sehr schön. Und wir kriegen mehr Sterne. Jawohl. Das spielt sich doch ganz gut durch. Hier muss halt das Timing passen. Okay, nice. Noch schnell, schnell, schnell. Und hier rein. Oh, natürlich springt Mario nicht in die Röhre. Natürlich springt er da nicht rein. Das war sowas von klar. Okay, jetzt aber. Jetzt aber. Dankeschön. Boah, jetzt habe ich den Kontrollstick so richtig hart nach oben gedrückt. Aber Mario ist drin. Oh, kann ich hier mit einem Stern durch? Ich weiß nicht, ob der Stern so lange reichen kann. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier noch einen Stern kriegen. Und ich dachte, ich bin da oben safe. Ja, falsch gedacht. Aber zum Glück war hier ein Checkpoint, von daher. Kein Problem. Und ich bin jetzt doch nicht mehr bei den Münzen safe. Alles klar, alles klar. So, dann springe ich jetzt hier oben rein. Dankeschön. Mehr Wiggler. Mehr Wiggler, Wiggler, Wiggler. Okay. Passt. Und wir warten wieder auf den Wiggler. Sehr gut, sehr gut. Ja. Also ich würde sagen, ich komme bisher ganz gut durch. Sehr schön. Und hier noch oben, jawohl. Die Frage ist, wo ist der Ballon? Ohne Red Coins muss es ja irgendeine fiese Abzweigung geben. Ah, da hinten ist eine Tür. Ah, das ist wahrscheinlich die Reset-Tür. Okay, ja. Das heißt, wir müssen jetzt einfach schnell sein. Ja, am besten nicht auf die Wolke. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Nee, das reicht nicht ganz. Okay. Aber wir kommen hier oben wieder gut vorbei. Und jetzt sollte es eigentlich passen. Oh mein Gott. Okay, komm, komm, komm. So, danke schön. Geht doch, geht doch, geht doch. Okay. Hier ist schon das Ziel. Das glaube ich ja gar nicht. Ich habe bei beiden Leveln habe ich tatsächlich den Ballon verpasst. Okay, interessant, interessant. Ist okay, ist okay. Dann schneide ich auch hier den Ballon rein. Und ich hoffe, euch hat das Video auch wieder gefallen. Zwei schöne Level. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das guckt. Bis dann, macht's gut, euer Blöxtu und ciao.